Willkommen bei Let's Play Pink Panther und die Zauberformel. Unten steht schon ein bisschen was, wann es rauskam und sowas, ne? Von Ravensburger Interactive, was auch immer. Ein Click-and-Point-Adventure. Und seht euch einfach mal den Film an. Es ist sehr kindisch. Es lebte einmal ein Junge. Er wollte so gerne ein großer Zauberer sein. Seine Geschichte ist ebenso ungewöhnlich wie tragisch. Alles fing damit an, dass er eines Abends in seinem Zimmer auf und ab ging, als der Zufall dramatisch in den Lauf der Dinge eingriff. Die Eltern des Kleinen hatten, wie so oft, Gäste zum Abendessen eingeladen. Doch als diese gerade ihre Gläser erheben wollten, geschah etwas Merkwürdiges. Ein kleines Mädchen, das ebenfalls zu Besuch gekommen war und mit Nathan spielen wollte, sah sich auf höchst seltsame Weise verwandelt. Diese Flasche von einem Hexer. Das hübsche Mädchen mit den strahlenden Augen ist wie vom Erdboden verschluckt. Dafür haben wir hier eine sabbernde Kreatur. Ein übler Fehler. Wir waren bereit, diesen Fehler zu korrigieren. Natürlich ein wahrer Freund. Ein rosaroter Freund. Ein Zufall klitzeklein führt Paul zu dem Jünglein Fein. Panther als Handelsvertreter, als schlauer, starke Verkaufsmasche mit einer Handvoll Power. Die Bilder etwas schrill fragen, ob Paul helfen will. Aber das Risiko ist groß und Glück fällt einem nicht in den Schoß. Der Fall ist äußerst schwer. Ein Druckmittel muss her. Es wird verhängt, ein grausamer Fluch. Es sei vernichtet, Paulchens Buch. Außer sich, das rosarote Tier, weiß sich einfach keinen Rat mehr hier. Da spricht der Hexer offen, hilf uns und du darfst auf Hilfe hoffen. Und so, auf der ganzen Welt nicht faul, sucht eine Zauberformel unser Paul, um das eigene Feld zu retten und dem Mädchen zu helfen, dem Netten. Ich weiß, du denkst über den Bösen, du wirst das Problem schon lösen. Ein echter Fluch, das ist doch viel zu schwer für einen Amateur. Ich habe ihr geholfen, aber nur Mut. Mit freundlichen Grüßen, Strange Blue. So, das ist das Spiel, Pink Panther, das ist so die englische oder amerikanische Variante vom rosaroten Panther. Und die Zauberformel, ab 18, nein, Scherz, ein relativ kindisches Spiel und ja, damit fahren wir mal fort, ne? Hier haben wir so eine Leiste und Click and Point, wie ich schon gesagt habe, legen wir mal los. Sofern das Spiel loslegen möchte. Na, geht doch. Manchmal kann es passieren, dass es ein paar kleine Hänger gibt. Ich versuche es aber in den Videos möglichst wenig vorkommen zu lassen. Ich habe fürchterliche Dinge geträumt. Von mächtigen Zauberern und Wombats mit Sabber auf den Lippen. Bin ich los? Was ist passiert? Ich bin doch der rosarote Panther. Na klar. Bin aus dem Spionagegeschäft ausgestiegen und Handelsvertreter geworden. So weit erinnere ich mich. Ich nehme an, ich befinde mich in einem der Häuser, bei deren Besitzer nicht meine Enzyklopädie verkaufen wollte. Vielleicht musste ich mal auf das stille Örtchen. Hoffentlich war es auch so.
So, hier sind wir im Gameplay. Man kann hier also, na, in den Raum reingehen. Können wir leider nicht. Ist abgeschlossen. Abgeschlossen? Aber ich muss irgendwie reinkommen, um diesen verrückten Kindern zu helfen. Ja, hier ist Paulchens Inventar. Wir haben bislang nur das leere Buch, womit wir nicht so wirklich was anfangen können. Und ja, laut den Bildern zu urteilen, sind wir hier in einem Haus von Zahnfanatikern. Und ich spreche einfach mal den Butler an. Wie heißt du? James? Wilson? Irgendwie so bestimmt. Okay, ja, das ist deutlich. Er will Trinkgeld. Und ja, das können wir ihm ja gleich auch geben. Und das nenne ich fix. Okay. Ja. Zahn mit Zähnen. Ja, klar. Alles eigentlich ganz schön gemacht. Obwohl ich den Verdacht habe, dass hier mindestens die Charaktere ganz einfach mit Paint gezeichnet wurden. So. Da sind wir. Im Raum. Der Bastel lässt die Möbel vibrieren. Ja, sprechen wir mal. Hey, den kann ich nicht reden. Egal. Sprechen. Ich glaube, man hat uns noch nicht bekannt gemacht. Flip Loosliver. Oh, ich sehe, Sie haben keinen Champagner. Richtig, aber das ist Absicht. Ich will nicht mit einer löchrigen Leber enden. Lassen Sie sich nicht aufhalten, Mr. Loosliver. Ja, unser Paulchen ist ganz nett. Und ja, ich werde mal versuchen, alle Möglichkeiten immer durchzugehen und alles, ne? Damit alles so ein bisschen rüberkommt. Was sind Sie denn? Ich bin der Panther. Der rosa-rote Panther. Sind Sie so eine Art Haustier? Meine Tochter möchte Sie vielleicht gerne haben. Ich bin nicht käuflich. Ich bitte eine Viertelmillion. Okay. Aber ich bin ganz schön gefräßig und habe Durst ohne Ende. Wenn Sie nach Hause fahren, können Sie mich mitnehmen. Okay, unser Paulchen ist käuflich. Wir können leider nicht direkt immer so durch die Gegend laufen, immer nur zu bestimmten Orten. Tja, es läuft alles auf vorbeugende Zahnmedizin hinaus. Ich kann nur sagen, reiß die verdammten Dinger raus, solange sie noch gesund sind. So spart man ein Vermögen und schützt das Zahnfleisch vor Infektionen. Allerdings sollte man sich die gesunden Zähne für besondere Anlässe aufheben. Für den täglichen Gebrauch könnte man sich Chinobars zulegen. Das hier sind die Zähne der Zukunft, meine Herren. Reinigung mit Zahnseide oder Kapuzen wird überflüssig. Meine Zähne sind das erste Modell, das ganz aus Chinobar hergestellt wurde. Erlauben Sie mir eine Demonstration. Chinobar ist ein feuerhemmendes Hochglanzmaterial, das einen leichten Erdnussduft verströmt. Es kann übrigens ohne Probleme in der Spülmaschine gereinigt werden. Chinobar ist unzerbrechlich, stößt Flecken ab und klebt praktisch nicht. Ja, sehr logisch, Menschen reden mit ihren Zähnen statt mit ihrem Mund. Okay. Oh, ich kann das Feuer anklicken, das wusste ich noch gar nicht. Aber erstmal sammle ich... Sie scheint niemandem zu gehören. Dieses... was auch immer ein. In... unsere Brust, genau. Mann, ein toller Platz für ein Feuer. Oh, Gott. Toller Kommentar. Naja, ich würde sagen, fürs erste Video, für den ersten Part dieses Let's Plays, soll mir das erstmal reichen. Mein Name ist Tahu Hyuga, hätte ich vielleicht vorher mal sagen sollen. Wenn es euch gefallen hat, abonniert mich und ja, das war's für heute. Ciao.